Aber Oma hat ihn mir ganz genau beschrieben. Und außerdem passt die Tat ja auch zu ihm. Der klaut sonst am helllichten Tag vor Weihnachten einen schönen Weihnachtsbaum. Und die Kinder hier haben ihn auch alle erkannt, oder? Ja! Siehst du? Ja. Schon wieder der Räuber Hotzenplotz! Ja! Verdammt! Wir müssen ihm das Handwerk legen! Ja! Also mir ist dieser Weihnachtsbaum viel wichtiger. Aber Oma! Wenn wir den Räuber Hotzenplotz fangen, dann haben wir bestimmt auch den Weihnachtsbaum wieder. Naja, ich glaube, Oma, Kaspar hat recht. Räuber Hotzenplotz hat den Weihnachtsbaum bestimmt mit in sein Versteck genommen. Der will doch auch Weihnachten feiern. Das mag ja alles sein. Nur diese scheue Tannenbaumspitze, die ist uns gedreht. Sonst nicht. Naja, also diese Tannenbaumspitze, so schön sie auch sein mag, aber ohne Weihnachtsbaum nützt die uns auch nicht. Habe ich recht? Schluss jetzt mit dem Jammern. Lasst mich mal überlegen. Irgendwo muss der doch hin sein, oder? Sally, komm mal mit, wir lassen uns überlegen. Ja? Also, hier hinter der alten Mühle führt doch der Weg direkt in den Wald. Wenn man sich an dieser alten Eiche nach 100 Metern immer rechts hält, kommt man doch an diesen kleinen See. Und der ist im Winter immer zugefroren. Und soweit ich weiß, steht doch da diese alte Steinbaracke. Noch ganz gut in Schuss. Bestimmt ein ideales Versteck für Räuber, oder was meinst du, Seppel? Also, alles schön und gut. Aber also erstmal durch so einen dunklen Wald, über so einen vereisten See, in so eine alte Steinbaracke und dann noch irgendwelche Räuber fangen. Nachher enden wir noch wie Hänsel und Gretel. Nee, ohne mich. Das kannst du alleine machen. Oh, du bist aber ein Feigling. Wollt ihr morgen nun richtig Weihnachten feiern mit einem geschmückten Tannenbaum? Ja! Oder hier nur Trübsal blasen? Ja. Ohne Weihnachtsbaum gibt's bei uns auch keine Geschenke, oder? Moment mal, Moment mal. Stimmt das? Ohne Weihnachtsbaum keine Geschenke? Yeah. Keine Eisenbahn? Yeah. Ohne Baum? Aber es gab doch jedes Jahr Geschenke. Ja, wir hatten ja bislang auch immer einen Weihnachtsbaum. Nur in diesem Jahr nicht, dass ich das in meinem Alter noch erleben muss. Aber Seppel, reiß dich zusammen. Wir beiden, wir schaffen das. Ja, ja. Und ich habe auch schon eine Idee. Da bin ich aber mal gespannt, was der Kaspar für eine Idee hat. Ich sage nur Petrosilius Zwackelmann. Was? Petrosilius Zwackelmann, der Zauberer? Weißt du denn überhaupt, wo der wohnt? Aber natürlich, Seppel, weiß ich das. Und der wird uns bestimmt auch helfen. Davon bin ich überzeugt. Los, lass uns mal gucken, wo der wohnt. Dein Wort in Gottes Ohr, wenn das nur gut geht. Und was meint ihr? Kriegen wir den Tannenbaum wieder? Ja! Ja? Müssen wir aufregen? Wegen den Geschenken. Ja, gut. Jetzt einen langen Weg durch den tiefen Wald gehen, weil sie ja den Zauberer suchen. Und dann wollen wir gleich mal gemeinsam gucken, ob der Zauberer zu Hause ist. Aber bis dahin singen wir ein kleines Liedchen. Und zwar das Liedchen vom Schnee. Wollen wir das mal singen, liebe? Ja! Unsere Petra gibt den Einsatz. Es geht gleich weiter. Ich hab auch Durst. Geht darüber nicht.
noch, wisst ihr das?